Und beginne mal die Schicht. Fünf Verdächtige. Dann schicke ich direkt mal zwei hin, vor allem noch einen Gefangenentransport. Womöglich bewaffnet. Das sollte ich mal direkt immer lesen, was ich hier so hab, und gucken, dass ich auch die passende Belegschaft sende. Damit habe ich das nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, hier wäre das Problem. Guck mal, eher die Info. Verdächtige 3, womöglich bewaffnet. Police Officer angegriffen. Dann schicke ich direkt noch jemanden hin. Ich schicke erstmal hier noch jemanden hin anscheinend. Je mehr wir hier hinschicken, desto schneller geht's vielleicht. Hoffe ich. Wir bräuchten noch mehr Polizeiautos, okay. Oh, schon wieder Polizei. Nein, ich mache was anderes. Davon habe ich genug. Brauchen die noch Verstärkung? Da ist einer auf dem Weg. Das da unten kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin.
2247 West Monroe. Drum Center. Reporting. Heading over there. 7937 Avalon, requesting emergency reporting. Heading over there. Und zwar pronto. Case solved. We're ready. I copy. Going there. 113. What are the orders? I copy. Got injured. Going to the hospital. 797, please locate me to the unit mobile 7-8. Secure central, please. Reporting. Case resolved. The last group of individuals. Die sind alle schon irgendwo hin auf dem Weg. 113, Lieutenant. Sorry, 10-4, thank you. Got injured. Going to hospital. What are the orders? I copy. Going there. Secure, we got a visual. Got this thing from the, we got resolved. 113, Lieutenant. I'm grabbing over and just getting out of the base. Secure, central, please. Polizei, 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 die sind alle hier beschäftigt. What are the on my way? What are the on my way? We are ready, 10-4. I'm listening right away. Oh yeah, I'm on the desk. Komm, schneller. Wait for the location on the 7798. What are the orders? Elaine Road. Yeah, I'm leaving actually. That's gonna be at 90 door. Show me going to the other 10-11. I'm grabbing over and just... Case resolved. What are the orders? What are the orders? I copy. Go in there. Technische Störung. Also Katze auf dem Baum ist eine technische Störung, okay. Ready for the reporting. Das ist Herzinfarkt. Da kann ein Heli schon mal schnell rum. Da schadet da nicht. 2247 West Monroe. 1125, can you go to the ready for the next case. Copy, I've got over. Got in. What are the orders? On my way. Got injured. Going to hospital. Dr. 1K, reply. 1125, can you go to the radio room? We got a visual. Sechs Verdächtige. I'm listening. Understood. Reporting. Affirmative. Requesting air in the situation. What are the orders? I copy. Going there. Bei sechs Verdächtigen sollte man vielleicht doch ein paar mehr holen. Vor allem, weil er komplett allein ist. Ready for the next case. 2247 West Monroe. Ach ja, mal noch mal kurz durchatmen hier. Und noch mal ein bisschen weniger los. Gott sei Dank. Ich hoffe, das Mikro funktioniert diesmal. Weil irgendwie macht das in letzter Zeit ein bisschen Probleme, dass manche Sachen einfach nicht so aufnimmt. Oder es liegt am PC, aber ich habe auch schon überlegt, ob ich mir ein neues Mikro hole. Aber ich weiß nicht, ob der PC einfach nur irgendwie beim Aufnehmen nicht mitkommt manchmal, wenn in den Spielen viel passiert. Und dann kriegen wir schneller unter Kontrolle. Wenn ich da noch ein Feuerwehrauto hinschicke. Das ging ja richtig schnell. Einer wurde verletzt. Ich will trotzdem mal noch hier in Chicago bleiben. Thank you.
Wir haben noch ein paar Pistolen. Hat da jetzt jedes Polizeiauto, jeder Officer Pistolen, ja. Dann gebe ich die noch ihm. Kann ich auch einem zwei geben? Nee, okay. Okay, das geht auch nicht. Hätte ja sein können. 3000 für ein Erste-Hilfe-Set. Ich will hier mal noch ein paar Leute ein bisschen ausstatten. So nach und nach wenigstens. Okay. Ich starte mal hiermit. Dass die ein bisschen effizienter vielleicht mal arbeiten können. Das ist nur ein Raser, damit sollte der ja fertig werden. Wenig Anrufe im Moment. Ist jetzt der Ton kaputt? Auf einmal so leise. Hat mich komplett irritiert gerade. Rote Ampel. Gut, der ist schneller da. Autounfall. Muss man hier anfangen zu lesen, immer um was es geht, damit ich weiß, wie viele Leute ich hinschicke. Rot ist über rote Ampel gefahren. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Dafür schickt man ja keinen Einsatz eigentlich dahin. Da das sieht entweder ein Officer und hält den dann gerade an oder nicht, denke ich eigentlich, ne? Fahrerfalls ist seltsam. Langweilig. Gut, ich glaube, es wird wahrscheinlich gleich auch noch mal nicht mehr so langweilig. Wo ist denn der Heli? Wo ist denn unser Heli? Ist wahrscheinlich näher. Ah, dahinter ist der Heli. Nee, doch. Epilepsie. Waiting for instructions. Heading over there. I'm grabbing over and just getting out of the base. On my way to the hospital. Okay, ich glaube, ich werde langsam etwas besser da drin. Waiting for instructions. Heading over there. 113 Lieutenant at 1011 on 1652 Sutton. D39 is going to be at 91. Standing by. I'm list heading over there. Got injured going to the hospital. 2247 West Monroe. Alles Kleinigkeiten aktuell.
coordinate location on the 77 IT. Got injured, going to the hospital. Reporting, 10-4. 10-4. If there's any FTO or crew... Rote Ampel, meine Frau ist gleich. Doch schon mal gut, wenn es überall nur Kleinigkeiten aktuell sind. We're done here. Waiting for instructions on my way. Chemische Substanzen verschüttet. Keine Verletzten, die Fahrer streiten. Der ist ja ziemlich dicht hier. Keine Verletzten und dann ein Verletzter. Was denn jetzt? Laden die. Case resolved. We got a visual. Got that thing from the, we got resolved. Run to the bridge on the 7885. Ready for the next case. Na, dann kannst du ja schon mal direkt hier hinfahren. What are the orders? Heading over there. Oh, das sind alles langweilige Sachen. Anrufen tut auch keiner mehr. 2247 West Monroe. Reporting. Understood. Jemand Haus beobachtet. Case resolved. Stalker. Okay. 11 on 1652 Sutton. Victoria, we got a visual. 7937 Avalon in house, please. I'll send 3 Houston 2 lot. Let us do some from church on the central. Wasn't important. 7937. Got injured. Going to the hospital. What are the orders? 10-4. Kaputten Fahrstuhl fest. Okay. Nichts, wo man 20 Autos braucht. Bewusstlos aufgefunden. Unklar wegen was. Bestimmt wieder Drogen. Eine Person wurde von einer Gruppe Schläger zusammengeschlagen. Womöglich bewaffnet, direkt mal ein paar hinschicken jetzt. Support ist sowieso schon unterwegs. Habe ich mir nämlich gedacht. Hier sind ja auch mehrere Verdächtige, deswegen schicke ich da jetzt auch mal noch mehr hin. Schicke ich mal den hin. Polizei habe ich gerade nicht. Ein Mann, der sich spritzt, Verdächtige 3. Ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Dann geh du dahin. Sind ja sowieso mehrere Verdächtige. Dann ist das ja nicht verkehrt, da mehrere Polizisten hinzuschicken, denke ich. Location.
2247 West Monroe. Case solved. Ach, das war's schon. War ja eine einfache Schicht. Na komm, dann machen wir noch eine Runde San Francisco. Dann gucke ich aber diesmal zuerst, ob wir noch Fahrzeuge haben. Haben wir? Equipment. Wir haben leider nur eine einzige kugelsichere Weste. Ich stehe mal noch so ein Gewehr. Und denen noch eine Kiste. Wir haben noch zwei Feuerwehrmänner. Wir haben noch einen medizinischen Transport. Rekrutiere ich den mal kurz. Mache noch ein neues Team. Mit dem hier. Mit dem hier. So. Einmal alles aufbrauchen, was wir haben. Für das bisschen Geld. So, medizinische Unterstützung. Wir haben hier wenigstens auch einen Heli. Nur leider nicht für die Polizei und die Feuerwehr. Oh, doch, für die Feuerwehr sogar auch. Wir haben relativ wenig Polizei, finde ich. Na komm, der ist... Sorry, nein, Entschuldigung, will ich nicht. Ein Anruf. Hello, there was a car collision. Are there any injuries? Yes, two people have some injuries. Where did the collision happen? Around. When did it happen? 5 minutes ago. Do you know who caused the accident? The other driver. He's obviously drunk. Are any of the vehicles blocking traffic? All right, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay, thank you. 113 Lieutenant. Dann schicke ich mal Polizei und Krankenwagen hin. Waiting for a copy. Go in there. Was mit dem? Raser. Das ist nicht viel. Injured on board. Geht zumindest aktuell relativ ruhig los, ne? Reporting right away. Case resolved. Alkoholeinfluss, schicke ich mal schnell ein Motorrad hin. Schwangere Frau. Wie viele Schwangere unerwartet ihr Kind auf die Welt bringen? Was kann denn nicht so Heli leisten? Reporting. On my way. 911, what's your emergency? Hello? There was a robbery. Whoa. Where did this happen? Around. How long ago did this happen? A moment ago. Do you have any injuries? No, I think we're fine. Are your attackers still in the area? They took a car and drove away. Can you describe the car? We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, I will. 13 King 84. Police transport needed.
Grabbing over and just getting out of the base. Das zuerst da, dann geht wieder hin. Reporting. D39 is going to be a 91. I'll pick up an intox. Right away. 113, Lieutenant. That's 1011 on 1650. Waiting for heading over there. Kriminelle Absichten. 13 King 84. 2247 West Monroe. Bewaffnet. Wir haben ziemlich wenig Polizei, finde ich. 13 King 84. On air. I'm on desk. 10-4. 13 King 84. Waiting for orders. Suspects awaiting. Case solved. I'll wait for the location. Right away. Reporting. Understood. On air. I'm on desk. 10-4. Standing by. On my way. Suspects awaiting transport. Wir brauchen mit Sicherheit auch einen Polizeitransport. Und die brauchen auch einen. Okay. 5DVO, 10-5 der Location. I'm listening right away. Laid road. Yeah, I'm leaving that. 911, what's your emergency? A murder has been committed. Where did this happen? Could you tell me who's the murderer? I am. How did it happen? It was a... We had an argument. It was self-defense. Who's the victim? Could you send the police here? Do you have a weapon? Yeah, I have a gun. Wie wegliegen? Also, you're going to need to put the gun away, okay? Yes, I'll put it on the table. I'm nowhere near the gun. Stay where you are. Wait for the police. They're going to be there shortly. They'll take care of this. Okay, I'll wait. Thank you. Laid road. Yeah, I'm leaving that. Laid up. Waiting for right away. Case resolved. Waiting for a copy. Go in there. Case resolved. Jetzt ist der Polizeitransport auf jeden Fall sehr gut voll. Requesting transport. What are the orders? Affirmative. You got any FTOs with a PPO in 12? 113, Lieutenant. That's waiting for orders. Heading over there. Es geht ja alles noch. War irgendein Fuß nach einem Treppensturz? Okay, der braucht hier nicht hin. Ich scheint ja dann doch noch zu leben. Wenn die jetzt hier medizinische Unterstützung brauchen. Rote Ampel, dafür brauche ich keinen Gefangenentransport. You got any FTOs with a PPO in 12? 1125, can you go to the radio room? Sorry, 10-4, thank you. Okay, jump from company on central. If there's any FTO or crew for that gun turning, give us some experience. Sorry, 10-4, thank you. Tu-tu-tu-tu-tu. 911, what's your emergency? Hello? There's an unconscious man here on the pavement. Where are you calling from? Okay. Does he have any visible injuries? A black eye, and there's some blood on his face. Is he breathing? Wait a second. Oh, God, he's not breathing. Do you know how to perform CPR? What? No, not really. Good. Okay, put your phone on speaker mode and follow my instructions. Place your hands in the center of the man's chest and start compressions, 30 times, faster than one compression per second. Okay, 1, 2, 3. Now, pull his head back, pinch his nose, holding his chin up with your other hand, cover his mouth with yours, and blow. Then repeat it one more time and go back to the chest compressions. I'm not gonna kiss a stranger, okay?
Sir, you have to help him. You might even face a fine if you refuse. Okay, fine, fine. Great. Continue until the ambulance arrives. Okay, hurry. Damit er nicht weiter den Mund drauf drücken muss. Reporting right away. Was ist denn das hier überhaupt? Schickt man noch jemanden hin. Weiß ich, was die mit dem Heli alles machen können? We're 10-4. 10-4. You got any, On my way to hospital. I'll wait for the location on the 77-98. Any, I can't say it's a karate. You got any, FTOs with a PPO in 12? Wir haben das eigentlich mittlerweile ganz gut im Griff. Ich komme jetzt langsam klar. Ready for the next case. Ich auch. Auch ready for the next case. Was ist es? Vergiftung. Case solved. Back to 1K, back to 1K, boy. All okay, Jensen, company on Central. 56-16 Craft Avenue. 2247. Ich glaube, viel kommt nicht mehr, wenn ich mir die Zeit angucke. Wir haben nur noch eine Minute. 113, Lieutenant. Got injured. I'm listening. Heading over there. Oh, yeah. Waiting for instructions. On my way. Back to 1K, back to 1K, boy. Victoria, we got a visual. Back to 1K, back to 1K, boy. Sorry, 10-4, thank you. 7-9-3-3-7-8-8. Ein Anruf noch. 911, what's your emergency? Help! My kitchen is on fire! Where are you calling from? What's on fire? Oil in the frying pan! Kein Wasser. Okay, do you have a fire extinguisher? No! Okay, I want you to stay calm. Carefully cover the fire with a damp towel. Okay! Niemals Wasser drauf. Das ist aber geil, dass man das wissen muss für das Spiel. Schickt da trotzdem jemanden vorbei. Bye. Was ist hier? Bewaffnet. What are the orders? On my way. 13 King. I'm listening. Understood. 113 with. Was geht denn hier ab? Banden kämpfen mit Schusswaffen. Ach du Kacke. Und das so kurz vor Feierabend. Bandenkrieg brauchen wir ein paar. Ja. Denke ich mir. Man down, man down. Man down ist schlecht. Wer? Steht doch gar nichts. 11-25, ich glaube, ich habe absolut alle Einheiten, wie wir haben jetzt dahin geschickt. Injured on board. Sorry, I got the situation on 70. Injured on board. Victoria, we got a visual. Got this thing from the, we got resolved. Back to 1K, back to 1K. Die Schicht ist theoretisch vorbei. Sorry, 10-4, thank you. 5DVO, 10-5, the location. Back to 1K. Mehr Verstärkung kann ich nicht mehr schicken. Medical heading to hospital. Reporting, 10-4. Standing by. Okay, wir haben alles gelöst gekriegt und 43.000 eingenommen. Cool. Davon können wir ja schon mal im Grunde genommen nichts kaufen. Motorrad. Gut, aber ich mache hier eh noch mal einen kleinen Cut. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.